Na, dann herzlichen Glückwunsch zu deinem Tor und natürlich auch zum Sieg. Wie hast du die Partie und dein Tor gesehen? Ja, also war ein Pflichtsieg einfach. Müssen wir gewinnen, wenn wir da oben mitspielen wollen. Und Tor, weißt du, gut getroffen, gut gespielt einfach. Und dann, ja, genau. Aber gerade gegen Spiele, wo man jeder denkt, das muss man gewinnen, da ist doch besonders schwer auch vom Kopf. Ja, wir waren 100% vorbereitet, wussten, was auf uns zukommt und haben es gut umgesetzt. Und das war wichtig heute, genau. Okay. Ein Kommentar zum Spiel und zu deinem Tor. Danke erstmal. Und ja, klar, war ein hartes Stück, gerade bei dem Wetter auch. Büchenbronn, klar, wir waren der Favorit, hat sich mehr hinten reingestellt als. Und da mussten wir halt spielerisch die Lösung finden. Das hat, glaube ich, ganz gut geklappt, über phasenweise. Weißt du was über die Verletzung vom Alex? Axel, ich weiß nicht, wie es ihm geht. Er liegt noch in der Kabine. Aber ich glaube, es sieht nicht ganz so gut aus. Alex, entwickelst du dich zum neuen Torschützen? Ja, ich hoffe, dass unsere Stürmer noch mehr Tore machen als ich. Ja, weil es glücklich heute. Mir fällt ja der Ball zweimal da direkt auf den Fuß am langen Pfosten. Von dem her, ich nehme es mit, ich bin fröhlich, glücklich drüber, aber ich hoffe auch, dass unsere Stürmer mich irgendwann noch überholen. Ja. Okay, wie hast du das Spiel empfunden? War es schwer vom Kopf, weil jeder ja einen Sieg erwartet? Ja, es war ein erwartet schweres Spiel, wir sind gut reingekommen, haben dann das Gegentor erstaunlicherweise gut weggesteckt, haben dann gleich 2-3 nachgelegt. Ja, und dann war das Spiel entschieden. Aber es war schon von Anfang an so, wir wussten, wir müssen unsere Tore machen, weil je länger das Spiel halt unentschieden steht, desto ekliger wird das Ganze. Am Endeffekt haben wir es gut gemacht, haben den Ball laufen lassen, den Gegner laufen lassen. Ich denke, wir können ganz zufrieden sein. Werden die Zweikämpfe in der Schaltzeit nicht so angenommen, wie wir uns das vorgestellt hätten. Muss aber auch anerkennen, dass die junge Nöttinger Mannschaft das sehr gut gemacht hat und den Schneid abgekauft hat und auch in der Höhe auch verdient gewonnen hat. Denkst du, dass Zielsetzung Büchenbronn Klassenerhalt, ist er drin? Ja, ich denke mal, wir haben jetzt in der letzten Woche viel Urlauber gehabt. Uns fehlen halt einfach noch 6-7 Spieler. Das wird sich zeigen in den nächsten 2-3 Wochen. Dann kommen die ganzen Spieler langsam wieder zurück. Wir haben jetzt wieder einen Verletzten. Also es wird sich zeigen in der nächsten Woche. Kommentar zum Spiel. Boah, ich glaube, wir sind richtig gut angegangen. Hatten viel Tempo drin, haben uns auch von der Tabellensituation von Büchenbronn nicht locken lassen. Wir wussten, es liegt an uns, hätten es noch zielstrebiger, noch konsequenter vorne machen können. Aber alles in allem ist es dann schon in Ordnung. Nach dem Spiel ist vor dem Spiel. Mit den anderen habe ich über das jetzige Spiel gesprochen. Du bist ja auch jemand, der immer gleich nach vorne guckt. Am Freitag Ispringen. Was erwartet uns da? Ja, Ispringen ist natürlich ein ganz anderer Gegner, viel aggressiver. Haben, denke ich, auch noch mal eine andere individuelle Qualität. Haben jetzt wieder 2 Trainingszeit, uns darauf einzustellen. Und auch da wird es aber an uns liegen. Das ist wie in jedem Spiel. Wenn wir uns richtig abrufen, richtig alle Sachen umsetzen, die wir uns vornehmen, dann können wir auch gegen jeden gewinnen. Und ansonsten wird es auch immer schwierig.